Guten Tag zu CheckOnkel. In einem anderen Video haben wir euch bereits gezeigt, wie ihr bequem und viel scannen könnt. Jetzt zeigen wir euch, was ihr danach mit der ganzen unsortierten Datenmenge anfangen könnt. Das Programm DevonThink für macOS hilft uns nämlich dabei. DevonThink ist sozusagen ein Dokumentenmanager. Zuerst erstellen wir uns eine Datenbank. So kann man verschiedene Datensätze voneinander trennen. Zum Beispiel private Dokumente oder berufliche Dokumente. Dann befüllen wir unsere Datenbank, indem wir Dateien und Ordner indizieren. Diese werden analysiert und stetig auf Änderungen überwacht. In DevonThink kann man intelligente Gruppen anlegen. So gibt das Programm Gruppen vor, in dem zum Beispiel Duplikate gefunden oder nur PDF- bzw. Bilddateien angezeigt werden. Diese intelligenten Gruppen können wir uns aber auch selbst einstellen. Ich möchte nämlich jetzt eine Gruppe haben, die automatisch Bahntickets erkennt. Da DevonThink ja auch die Inhalte der Dateien erkennt, sage ich ihm jetzt, wie er die Bahntickets erkennen soll. Alle Dateien, die Online-Ticket und Bahn im Text stehen haben, sollen zur Gruppe Bahntickets hinzugefügt werden. Der Dateiname spielt also keine Rolle, es geht um den Inhalt der Datei. Hier sehen wir, dass das erfolgreich war. Hier sind nur Bahntickets. Das können wir auch beliebig weiter anpassen, zum Beispiel Bahntickets nur aus einer bestimmten Stadt. Mit den intelligenten Regeln wird das Prinzip der Gruppen noch erweitert. So werden Dokumente, die bestimmte Merkmale aufweisen, nicht nur gefunden, sondern man kann auch sagen, was mit denen dann geschehen soll. Im Beispiel unserer Bahntickets können wir anweisen, dass die übereinstimmenden Dateien mit einem roten Tag versehen werden sollen. So werden unsere Bahntickets auch im macOS Finder gekennzeichnet. Ein großer Vorteil von DevonThink ist die detaillierte Suche, die weit über den Dateinamen oder Typ hinausgeht, sondern wie bereits gezeigt auch Inhalte mit einschließt. Besonders praktisch? Dank Texterkennungsfunktion können sogar gescannte Dokumente in digitale PDFs umgewandelt werden. So kann DevonThink auch deren Inhalte erkennen. Mit der DevonThink To Go App für iOS lässt sich das Ganze auch mobil auf dem iPhone steuern. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn man das Bahnticket vor Ort schnell finden muss. Trotzdem ist mit DevonThink noch viel, viel mehr möglich, was wir in kurzer Zeit alles gar nicht zeigen können. Stichwort E-Mail-Management. Und das hat auch seinen Preis. 85 Euro kostet die Standardversion und ca. 170 Euro die Pro-Version mit Texterkennung. Die Software gibt es nur für macOS bzw. iOS. Man sollte zwar für die Einrichtung und das Überblicken der Software genug Zeit einplanen, aber am Ende kann sich jeder dank DevonThink seinen persönlichen kleinen Dokumentenhelfer erschaffen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.